Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Man's Sky. So wie in der letzten Folge angedroht, spielen wir erstmal so ein paar Nebenmissionen. Und da gucken wir mal, wo uns so der Weg so hintreibt. Da wird ja immer noch die Anomalie noch angezeigt, aus einer Mission heraus. Also müssen wir mal sehen. Ist eigentlich Blödsinn, also aus der Story-Mission heraus. Ist eigentlich ein bisschen bescheuert, aber nun ja. Deswegen machen wir jetzt erstmal ein paar andere Missionen. Wir wollen ja auch noch zu Hause noch ein bisschen weiter bauen. Das wollen wir auch noch alles machen. Aber jetzt müssen wir erstmal sehen, wo wir dann überhaupt hineiern sollen. Nee, da wollte ich gar nicht hin. So, warte mal. Das. Galaxie gerade. So, und wo soll ich jetzt hin? Wegpunkt setzen. Zurück. Das ist hier. Okay. Da müssen wir also hin. Anvisieren. Also Wegpunkt setzen. Warpen. Achso. Habe ich gar nicht gesehen. Dann warpen wir da mal hin. Da sind zwei Missionen in dem Sonnensystem. Ich glaube, das war beide Male irgendwie Material einsammeln und abliefern. Und die anderen zwei Missionen waren, glaube ich, Viecher töten. So. Uriki-System. Okay, sehr schön. Guck mal, hier ist auch die Anomalie wieder. Also ich denke mal, die Anomalie wird uns eigentlich immer so ein bisschen folgen. So, dann machen wir erstmal die Mission. Die ist... Jüde abliefern. Erstmal hinfliegen. Okay. Ah, sehr schön. Da sollen wir Güter abliefern. Ach so, wir haben die Güter bekommen, schon bekommen und dann müssen wir sie abliefern oder wie ist das? Vielleicht kriegen wir jetzt auch Güter und müssen die dann abgeben. Gucken wir einfach mal. Irgendwas würde ja gleich passieren bei der Mission. So, Terminal. Datenspeicher. Zugriff auf Zustellterminal. Die sichere Kapsel des Kunden wird sich um das Scan und alle anderen administrativen Aufgaben kümmern. Ich muss den Gegenstand nur aushändigen. Gegenstand abliefern. Lieferung wird geprüft. Erfolgreich. Okay, also wir kriegen das Material tatsächlich gleich ausgeliefert. Oder übergeben und müssen es einfach nur hier abliefern. Okay. Ja gut, siehst du mal und schon haben wir die Mission fertig. Das ging ja fix. So, jetzt müssen wir uns noch die andere Quest holen. So. Und die müsste hier auch irgendwo rumschwirren. Also jetzt nicht auf diesem Planeten, aber ich glaube in diesem Sonnensystem. Da oben ist doch schon irgendwas. Da. Auf dem Planeten, ist klar. Auf dem Planeten gar nicht wahr. Das ist hier auf der Anomalie. Also in der Anomalie. Naja gut, mir soll es egal sein. Hauptsache Geld, Hauptsache Credits, weiß der Geier was. So. Wobei, hier steht zum Missionsagenten zurückkehren. Ne? Moment. Ich werde nicht zum Missionsagenten zurückkehren. Moment. Ich will ja eigentlich die andere Mission machen. Warte mal. Das haben wir abgegeben. Da will ich eigentlich mal hin. Da will ich eigentlich mal hin. Was ist da oben? Okay. Deswegen mache ich das ja, damit wir da hinjumpen können.
ist aber da oben. Das ist jetzt aber... Ach, das ist doch da, alles klar. Ich hier noch ein komisches... Was komisches angezeigt. Eben war so ein komisches Symbol da gerade angezeigt. So. So, Zugriff. Bla bla bla. Sichere Kapsel. Bla bla bla. Bla bla bla. Ausrangierte Schaltkreise. Die Lieferung wird geprüft. Erfolgreich. Na, siehste mal. Guck mal, dann haben wir das nämlich auch gleich. So, dann können wir im Prinzip ja auch gleich gucken. Irgendwo hatte ich doch hier nur so ein lustiges Symbol gesehen. Ja, das meine ich, das Symbol hier. Was ist das für ein Symbol? Das Symbol da hinten. Was? Was ist das für ein komisches Symbol? Okay, es kann natürlich auch sein, dass es das Symbol für Landeplattformen oder sowas ist. So. Gut, dann haben wir das ja auch schon mal. Sehr prima. Und das war ja nun relativ easy, das einfach mal abzugeben. Könnte man ja eigentlich auch gleich mal gucken, wo das mit den... Das haben wir schon gemacht. Mission als Agenten, bla bla bla. Aggressive Sturmwelle. Spüre auf der Oberfläche eines Planeten Kreaturen auf. Spüre Kreaturen auf. Ja, okay. Mal gucken, wo wir das haben. Jäger gesucht. Dann machen wir das nämlich dann auch gleich mit. Hoffentlich lohnt sich das auch. Erlege Kreaturen 0 von 15. Halte auf dem... Analysevisier nach roten und grünen Punkten Ausschau, um Kreaturen zu bla 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 bla. So, dann fliegen wir erstmal kurz ins Weltall, dann wird uns das tatsächlich angezeigt, wo wir hinwarpen müssen. Hoffe ich mal. So, dann gucken wir auf die Galaxiekarte, wo haben wir es denn? Ist es auch hier mit dem System? Nein. Wie bin ich hier gerade? Warte mal, wo soll denn das sein? Halte auf dem Analysevisier nach roten Grundpunkten Ausschau, um Kreaturen zu finden. Aggressive Sturmwelle. Ja, aber das ist ja... Das ist aber nicht hier, oder? Oder ist es schon hier? Was sollen wir denn die Mission dann machen? Der Kunde möchte die lokale Wildtierpopulation regulieren. Aufgrund der Gelübde, die er ablehnen musste, darf er keine Waffen tragen. Deshalb bittet er um die Unterstützung eines bewaffneten Entdeckers. Der Entdecker muss beweisen können, dass er für den Abschuss verantwortlich ist und die Leiche nicht bloß gefunden hat. Ja gut, aber hier... Pff. Erde ausdünnen. Ja, aber steht aber nicht, wo das sein soll. Hier steht zwar, was wir machen müssen. Oder ist es egal, wo wir das machen? Ja komm, weißt du was, dann landen wir hier nochmal. Und gucken wir, ob das hier den Planeten betrifft oder was Wurst ist. Ob das egal, was für ein Planet das ist. Ich jetzt mal nicht hin. Ich gehe jetzt einfach erstmal hier so ein bisschen und dann schauen wir mal. Hoffentlich sind hier Viecher unterwegs.
das noch nicht verstanden. So. Geh. Dann brauchen wir auf jeden Fall einmal den Blitzwerfer. So, neue Entdeckung. Kreaturenspezies ist eingetragen. 1 von 7. Ach, hier sind die ganzen Wächter. Scheiße. Das ist natürlich nicht so toll. Na komm. So, 2 von 7. Was wir noch mal kurz gucken können, würde mal da hinten haben wir einen 3,94. 3,94, 3,93. Hier haben wir nämlich noch überall diese komischen. Diese Technologiepunkte. Auch bevorstehender Sturm, na, mega gut. Ist ja auch noch irgendwas da in der Nähe? Gold oder sowas? Salz, Salz, Kupfer, Salz, unser eigenes Schiff. Kupfer. Ja, sonst könnte man da hinten vielleicht nochmal gucken. Bevorstehender Sturm. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dann sollten wir uns vielleicht erstmal so ein bisschen verpieseln, wa? Erstmal den Sturm abwarten. Jetzt finden wir noch ein paar Viecher. Weil so ist die Radioaktivität nimmt gleich massiv zu. Also was, wir können natürlich auch mal gucken, dass wir da sonst mal hintüdeln zu dem Wegpunkt, den wir gerade gesetzt haben. Da können wir ja kurz hingleiten. Huch. So, wo ist er denn? Da hinten. Dann fliegen wir doch da gau mal hin. Da kriegen wir gleich Technologiemodule. Kriegen wir gleich noch ein paar Punkte dazu. Ist doch super. 2 Fliegen mit einer Klappe. So, machen wir noch den Terrain-Manipulator. Terrain-Manipulator. Und der müsste irgendwo dann hier vorne sein. Ja, ja. So. So, dann gehen wir wieder auf G-Blitzwerfer. Haben wir hier noch irgendwas an Viechers, was wir scannen können? Die kennen wir alle schon. Na, bleiben wir nicht so weit weg von unserem Schiff. Nein! Trottel. Boah, das war knapp. So, jetzt möchte ich einmal ganz kurz gucken, wie das ist mit den Viechers, ob wir die, wenn wir die abballern, ob wir dann dafür auch Missionspunkte kriegen. Bis wenn wir erstmal rankommen. Alles viel zu weit. Sturm löst sie auf. Oh, sehr gut. So, dann gucken wir mal, dass wir vielleicht... Gerne und gucken, ob jetzt, ob das auch hier auf dem Planeten gilt. Alter. Seh nix. So.
Was willst du von mir? Geh weg. Oder flieg weg. So. Ja, gut. Dann, was ist das da vorne? Ist das Gold, Kupfer? Uran. Uran, okay. So 300 sowieso Meter. Gleiten wir auch noch mal gerade hin, aber ich habe jetzt leider nichts gesehen an. Ich habe jetzt leider nichts gesehen an anderen Viechern. Und hier nur Flugviecher, das wäre ein bisschen ungünstig. Aber da steht ja auch nichts, es gibt ja auch kein konkretes Missionsziel, ne? Das heißt, es heißt eben nur finde und scanne und bla bla bla. Also von daher, denke ich mal, ist es fast wurscht. Ist natürlich interessant, dann könnten wir ja weißer Geier wo machen. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass es auf einem speziellen Planeten ist, oder mit einer bestimmten Rasse oder sowas. So, geh. Minenlaser, Terrain. Wo bist du denn, mein Freund, da bist du? Ziel erreicht. Da haben wir es doch. Wäre schön. Und wieder Punkte. So, hier ist ja irgendwo noch was an Viechers. Da ist nichts weiter. Da glüht irgendwas rot. Da ist auch nichts. Das können wir ja alles scannen, aber es bringt uns erstmal nichts. Naja, ein bisschen Geld bringt uns das schon. Strahlungsschutz nimmt ab. Die werden in Kürze verrecken. So. Den können wir uns mal markieren. Ansonsten scheinen nur die Fliegeviecher hier zu sein. Können wir mal gucken, ob wir die vielleicht mit dem Schiff vielleicht mal weggeballert kriegen, wenn das eh Fliegeviecher sind. Mal gucken, ob wir uns das geben können. Müsste ja eigentlich gehen. Außer, dass hier nun gerade keiner rumfliegen. Erlege Kreaturen zum Beispiel auch. Na. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Das hat doch eben nur angezeigt. Wo ist das hin? So. Da ist noch ein Fliegevieh. Wo ist denn das gerade dieses Technologiemodul hin? Das habe ich doch gerade hier noch gesehen. Markiert habe ich es mir auch, das kommt auch noch dazu. Hier vielleicht? Toll, sehe ich nie mehr. Was soll denn das? Hier wahrscheinlich auch nicht, ne? Ah, Exo-Werkzeug. So, 0%, 85. Jetpack. Die Werkzeug. So. Nee, so tief ist es nicht. Scheiße. Wanderkramt. Da. Muss eigentlich irgendwo hier sein. 271 Use. 205 Use. Das hat er doch hier angezeigt. Jetzt sehen wir noch nichts. Ah. Begrabenes Modul. Das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich jetzt tatsächlich nicht. Ich weiß gar nicht, was habe ich da denn hingebaut hier? Was soll denn das?
Hast du mich gehört? Boah, wo ist das denn ganz hin? Am Moos des Planeten. Ganz weit unten. Wahrscheinlich irgendeine Höhle oder sowas. Also weit komme ich gar nicht. Oh, nö. Ach. Ziel erreicht steht aber. Toll. Komm jetzt irgendwie von hier aus nicht ran. Navigationsmarkierung. Ach, Navigationsmarkierung. Guck mal alle an. Dann könnten wir vielleicht sowas auch mal setzen, wenn wir unsere Raumschiff mal wieder verlieren. Das hätten wir auf diesem komischen anderen Planeten mal machen sollen. Können wir das aber auch irgendwie einsammeln? Ich glaube nicht. So, dann haben wir... Wo hatte ich denn jetzt die anderen noch gesehen? Da waren noch irgendwo Technologiemodule. Da. Nehmen wir das doch mal. Oder wir gehen da mal zu Fuß hin. Vielleicht sehen wir unterwegs auch ein paar Viechers. Aber hier gibt es, glaube ich, nur Fliegeviechers. Gut und schön, aber abgeballert kriegen wir die Mistviecher nicht. Dann müssen wir gleich mal gucken, ob wir dann vielleicht mit einem Raumschiff die weggepustet kriegen. Wo ist denn nur wieder mein... Ja. Warum macht er auch einfach die Markierung? Nein. Wollte da doch einfach... 93... Ich weiß nicht, dass das ganze Material hier liegen, aber ich gucke erstmal nach anderen Sachen. Ach was. Ist so tief sind die meistens nämlich gar nicht. So, wo haben wir denn noch was technologiemäßiges? Ja, Strahlungsschutz, das weiß ich doch. So, nehmen wir den noch mit. Aber da unten irgendwie auf der Ecke. 40. Hier nix. Ach, guck mal hier. Da könnte es vielleicht sein. Hier auf der Ecke. Ach, guck an. Direkt dahinter gleich. Sehr schön. Jetzt hier auch nicht die Viecher weggepustet. Ich versuche nochmal Minenlaser. Ja, der macht nicht so viel, wirklich viel Schaden. Feindlicher Angriffssektor entdeckt, was? 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 Warum? Warum? Wer bist du? Was soll das? Bist du ein...
Das ist ein feindlicher Pilot oder was ist da los? Ja, scheint tatsächlich ein feindlicher Pilot zu sein. Walalala. Nicht in Reichweite. Guck mal, da ist er doch. Alter. Einen haben wir. Das scheinen irgendwelche Piraten zu sein, oder was weiß ich. Okay. Das Schiff ist auch gleich im Moors. Ich habe noch nicht angezeigt, wie viele das insgesamt sind, ne? Ich muss einmal ganz kurz, warte mal, halt, ich muss einmal ganz kurz, Multivoxel Raumschiff. 3%. So, das muss ich einmal kurz aufladen. So, jetzt können wir nochmal normalerweise noch ein bisschen rumhühnern. Da kommen einfach irgendwelche Hakennasen und hauen mich ja weg. Was soll denn das? Sind die ganz weg? Haben wir gewonnen? Sind wir gut? Wir werden zumindest 3 Schiffe abgeballert. So schlecht können wir nicht gewesen sein. Das ist ja frech. Greifen die mich gleich zu viert an? So, wo sind die Fliegeviecher? Oder haben die schon Feierabend jetzt? Kann auch sein, dass wir die hier von hier drin gar nicht sehen. Hahaha. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Was leuchtet da eigentlich? Achso, das, ich wollte schon sagen, was leuchtet da eigentlich, aber das kommt. Das ist, glaube ich, um den Planeten rum, meine ich. Ne, die Fliegeviecher sehen wir gar nicht. Kommen einfach irgendwelche Piraten und greifen uns an. Ich werde wahnsinnig, ehrlich. Glaube ich, spinn. Ja, da haben wir uns nicht gerade den besten Planeten ausgeruht. Ich denke mal, wir gehen sonst auf einen anderen Planeten und dünnen dort mal die Herde aus. Vielleicht geht das. Kann man das auch mischen auf verschiedene Planeten oder so? Ich weiß es nicht. Probieren wir einfach mal. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier für 30 Millionen Stunden zu versuchen, da irgendwelche Fliegeviecher wegzuballern. Vielleicht. Was ist das für ein geiler Planet da? Was hast du denn Schönes? Du sagst gar nichts, das ist gut. Dann gehen wir doch bei dir mal gucken. Könnte es allerdings auch ein Mond sein. Ne, ist ein unbekannter Planet, alles klar. Gerade werde ich da einfach angegriffen. Was hat mit der Steuerung ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Muss es schon. Da wäre Starfield auf jeden Fall schwieriger. Das ist schon mit der Maus ganz cool eigentlich. Muss man sich zwar auch immer ein bisschen eingrooven und perfekt war es auch nicht, aber zumindest war ich damit, glaube ich, auf den ersten Blick erfolgreicher als ein Starfield bei irgendwelchen Weltraumfights. So. Ich glaube, das ist ein toter Planet. Ah, da, guck mal, da gibt's Gold. Guck mal, sieh mal einer an. Gerippter Planet. Was ist denn ein gerippter Planet? Heißt ein gerippter Planet, dass der Mars ist? Oder ist das was wie Feinripp? Fein gerippter Planet. Na, werden wir gleich sehen. Sieht aber auch schon so aus, als wenn es hier gar keine Viecher gibt. Aber schauen wir gleich. Sieht schon wirklich echt runtergerockt aus. Whoppa. So. Dann noch hier mal gleich ganz zärtlich. Ah, guck mal, gibt es diese komischen Viechers. Ah, diese Schmetterling-Viechers. So. Das scheint aber nicht richtig. 1 von 1 gefunden. Belegte Kreaturen. So, dann gucken wir doch mal, ob wir das mitnimmt.
Und die wegballern? Aber wie immer nicht, natürlich. Die gehen nicht kaputt. Haben wir denn... Was ist das? Summender Beutel. Stimmt, das war das mit den Perlen. Hier ist auch nichts an Viechers, ne? Da gibt es nur die komischen Wächter. Mal die Biester. Aber ich habe, glaube ich, auch mal nicht gesehen. Einfach 1 von 1 Kreaturen habe ich nur gescannt. Also gibt es ja anscheinend auch nur eine Spezies. Ach ja, ist ja gut. Raumschiff. Raumschiff, Raumschiff. Startschubdüsen. Ups. So. Schraubse. Das packen wir da rein. Schaut's aus mit dem Hyper. Er ist noch auf 80. Nur okay, gut, cool. Das ist ja erstmal easy. Dann verlassen wir doch mal den Planet hier. Nein, ich nicht landen. Ach Mensch. Ich drücke immer die falsche Taste. Immer einen Finger zu weit rechts. Gut, nochmal. Jo, jetzt mal Startschubdüsen und gib ihn. Da drüben könnte man gleich direkt mal gucken. Da vielleicht. Oder warm wird das schon. Mal gucken. Da gibt es auf jeden Fall Tritium. Warum darf ich nicht weiter? So, Frostkristall, Kupferdioxid, Kobalt, hohe Wächteraktivität. Ach du Scheiße. Das ist aber nicht so schön. Nicht, dass wir da irgendwelche Viecher abballern und dann sind die so ein bisschen erbost. Na, das werden wir gleich rausfinden. Das werden wir noch gucken gleich, wie der Planet aussieht und dann... Ja. Da sind wir ein bisschen unterwegs jetzt, ne? 33 Sekunden. Sieht so ein bisschen aus wie Erde mit Gürtel. Warum? Turmstufe erheblich. Warum? Ich will nicht gescannt werden. Plünderungs... Blablabla. Um Belohnung zu erhalten, 153.000 Units. Plünderungsstrafe. Notfallübertragung entdeckt. Okay. Ja, mach ich vielleicht später. Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen gucken, sonst komme ich hier gar nicht voran. Gibt es hier Viecher. Ich will ja zumindest nur mal ausprobieren, ob wir, wenn wir Viecher erlegen, ob das dann egal ist, auf welchem Planeten wir sind und wie viele wir erlegen. Das will ich ja nur wissen. So. Und wieder ein kalter Planet. Super. Gut. Haben wir hier Viechers? Hier haben wir wieder keine Viechers oder was? Vorne ist aber... Gleich etwas, was wir einsammeln können. Na? Ach, haben wir schon. Okay, Manipulator. Hier sind natürlich wieder keine Viecher, ne? Na, ist klar. Sonst fliegen wir einfach nach Hause und machen das da. Weil da haben wir definitiv Viecher und vor allem Viecher, die uns ans Leder wollen. Warum sind hier diese Markierungen? Die haben wir jetzt aber nicht gesetzt. Habe ich jetzt aber nicht gesetzt, oder? So. Nummer 370. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwelche Tiere in der Nähe haben. Da ist irgendein Viech. Was bist du? Konukia? Ob wir die überhaupt angreifen können. Will ich ja eigentlich gar nicht, aber... Guck mal, da ist auch noch ein Vieh. Kriegen wir dafür jetzt irgendwas?
Für die Quest war es anscheinend nicht zuträglich. Viecher sind da auf jeden Fall. Dann müssen wir die auch erst scannen und dann wegballern. Aber ich glaube, das ist es nicht. Zumindest countet er den nicht. Normalerweise er countet die eben halt nicht. Ups, aua. Also gut, gucken wir mal kurz in die Mission rein. Ja, der Ausdünner steht aber nichts. Jäger gesucht. Spüre auf der Oberfläche eines Planeten Kreaturen auf. Spüre auf der Oberfläche eines Planeten Kreaturen auf. Ja, ja. Eigentlich machen wir das, was wir tun sollen. Er legt die Kreaturen 5 von 15. Das siehst du doch, geht doch. Macht das ja halt doch. Hat das nur gerade nicht angezeigt. Das hat mich echt gewundert, dass er da nichts anzeigt. Ein paar Viechers finden. Was halten die denn aus? Ja, ist mir jetzt auch wurscht. Ey, wie schnell laufen die alle weg? Nur weil ich ein bisschen rumballer. Kann man nicht so anstellen. 7:15. Tut mir leid, aber ich habe den Befehl. Ich habe nur mal den Befehl, nur zahle ist nichts. Am Viecher. Ja, ist ja gut, weiß ich ja. Mach's ja auch nur fürs Geld, nicht fürs Material. Was ist das da? Kreaturen erlegen, okay, haben wir. Sehr gut. Kreaturenherde ausdünnen, haben wir gemacht. Okay, das heißt, wir müssen jetzt nur noch. Das haben wir schon gemacht. Spieloberfläche Kreaturen auf. Lege Kreatur nochmal. F15. Okay. Ja, warte, ich will nicht scannen. Dann wird man nicht frech. Irgendwelche Viecher. Ah, da sehe ich gerade nichts. Das ist auch nichts. Auch nichts, auch nichts, auch nichts. Ja, sonst müssen wir tatsächlich nochmal auf einem anderen Planeten, weil ich glaube, das ist dem Spieler eigentlich egal, du musst halt nur 15 neue Spezies scannen. Mehr musst du gar nicht machen. So, aber ich werde mich jetzt mal in mein Schiff verpieseln, weil mir nicht langsam kalt wird hier. Außerdem müssen wir nochmal speichern. So. Ja gut, okay, das heißt, uns fehlen jetzt noch
Ein paar Kreaturen, ne? Eine Handvoll Kreaturen. Magnat. Oh, guck mal hier. Schau weg, das Zeichen. Es wäre schön, wenn er die Missionsergebnisse, sage ich mal, nochmal unten rechts immer anzeigen würde. Das macht er nämlich gerade nicht. Oh. Was leuchtet da eigentlich? Ach ja, ist ja gut jetzt. Ich würde nur gucken, was da leuchtet. Ah, das Ding. Das? Eingefrorene Knolle. Oh ja, Inventar ist voll. Verteidigungsbeleg. Achso. Können wir irgendwas wegschmeißen? Nee, nicht wirklich, ne? 25.000 Units mal eben wert. Ah, Herox. Auch 25.000 wert. 17. Was können wir sonst wegschmeißen hier? Das war Ferry Plus, aber das kriegen wir, glaube ich, immer noch mal eingesammelt. Gefrorene Knolle 3. So, neue Entdeckung. Kreaturspezies entdeckt. 5 von 6. Guck mal, da oben haben wir noch was. Da haben wir jetzt sowas. Guck mal, da wird es jetzt auch tatsächlich angezeigt. Da wird es auch angezeigt. Da müssen wir hin, wahrscheinlich. Ah, okay. Gut, sonst düsen wir nochmal da oben hin. Jetzt wird es eben halt auch angezeigt. Frechheit. So, warte mal. So, nochmal kurz. Exo-Anzug. Das. Machen wir eine Batterie rein. So. Gut. Dann machen wir uns erstmal hier so ein bisschen breit. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Dann würde ich in der nächsten Folge nochmal auf diesen anderen Planeten rüberfliegen. In diesem Kreaturenzeichen. Es kann sein, dass wir nur wirklich nur da diese Mission fertig machen können. Wobei jetzt hier schon wieder anzeigt, Missionsagent zurückkehren. Also haben wir es ja irgendwie erreicht. Nun gut. Werden wir uns in der nächsten Folge angucken. Aber vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wir haben, glaube ich, schon 3 von 4 Missionen, glaube ich, schon gemacht. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Aber in der nächsten Folge geht's weiter. Macht's gut, bis dann. Tschüss.